Harley hat Batman also kontaktiert mit, keine Ahnung, einer Brieftaube und einem USB-Stick? Und so kamen wir an das Video? Babs, Hilfe. Glauben wir, das ist echt? Bruce hat sowas nie erwähnt. Bruce hat nie was gesagt, wenn er mit Verbrechern gearbeitet hat. Ja, liegt nicht an dir, Tim. Aber es ist auch denkbar, dass Harley das erfunden hat. Spiel's einfach ab. Dann sehen wir schon. Hi, Betsy. Wer ist her? Ist komisch, denn ich habe gehört, dass du tot bist. Oh Mann. Wie auch immer. Ich hab, was du wolltest. Hoffe, du bist nicht deswegen tot. Besuch mich doch mal in Blackgate. Oh. Warte. War Harley Quinn nicht weg aus Gotham? Also seit, naja, ihr Ex? Mich getötet hat? Meinst du das? Angeblich hat sie was für die Regierung gemacht. Etwas Legales. Sie hat irgendwas. Na, dann gehen wir zu Harley. Jetzt. Gehen wir zu Harley. Die Beweistafel wurde aktualisiert. Was auch dran. Verbrechen wird dran. Meinst du echt, wir sollten dieser Harley-Sache nachgehen? Harley ist krank im Kopf, aber es bleibt ein genialer Kopf. Sie hat vielen Leuten geholfen, bevor sie auf Abwege geraten ist. Aber warum sollte sie Batman helfen? Oder uns? Bruce hat Kriminellen immer eine Chance gegeben, sich zu ändern. Vielleicht hat sie ans Aussteigen gedacht. 2 Sekunden lang. Vielleicht. Okay, ich muss euch hier mal gefallen bitten. Für meinen Kunstkurs habe ich beschlossen, mit Bags zu starten und zu machen, aber ich habe keinen Zauber als Leuchter gebraucht, selbst zu entzünden. Du bist ja ein cooler Pitbull, sieht, wenn du viel für mich bin, das wäre jetzt super fair, sonst ist eine Geschichte von Dr. Hühnlerin, jetzt bist du vorhin nur für die Betrachtung, dass diese Kunst bereits auf meine Situation 10 Tonnen zurückbringt. Hatte ja diese Idee in diesem historischen Bunker durchgossen, der in verschiedenen spannenden Stellen. In der Stadt steht, das hätte ich auch wollen, wenn wir das mal ausprobieren. Das klingt auch immer einfach, aber ich habe Gedanken für uns. Durch Bruce aufzeichnen, also zeigen wir uns doch noch, der Wacke erinnert. Nein, Gossam, ein echter Geschichtsfilm, das ist vielleicht ein paar neue Zellen im Bereich Unternehmen für die Kinder. Das historische Rundkehren durch Gossam genau mit den Zürichern ältesten und dann noch das heißen Ort der Stadt. Der paar rund um einfachen Infos zu den wichtigen Wahrzeichen zu erhalten und Buch darüber zu finden, wer ihn, glaube ich, in Ordnung bereits besucht hat. Viel Spaß von der. Wisst ihr auch, wie Bruce eine ganze Standorte uns für uns versteckt hat, damit wir Bakuin, damit ich das für alle gefunden haben, was selbst mal einen kleinen Schatz suche. Ja, weil wir ihn verdammt haben. Hey, GBG. Ich weiß, dass die Dinge zur Zeit schwer sind, aber dass du nicht wirklich darüber reden willst. Ich wollte dir nur eine Hand reichen und sagen, wie wichtig du mir bist und weil ich an dich denke. Es fühlt sich leer an, ohne dich. Ich habe beschlossen, wenn du zurückkommst, machen wir NPG ab. Das neue Jahr. Madou ist Felix, Special ist dieser Hauskommen, dann könnten wir uns anschauen und dazu viel zu viel Pizza bestellen. Nicht, dass man vor Pizza je zu viel haben könnte. Eine aufhaltende Menge Apfelwein trinken und zu tun, als ob die Welt um uns herum nicht untergeht. Klingt das gut? Baba, ich hatte Glück auf meiner Reise, viele bemerkenswerte Frauen kennenzulernen, aber nur wenige waren so willensstark wie du. Weil so etwas geht es nicht im Schnellweg. Gib dir und dein Gefühl einen Raum. Und wenn du mal unterstützend brauchst, dann bin ich für dich da. Du schaffst das daher. Moment mal, warum sollten wir hier ein Auto mieten? Der gibt keinen Sinn, du kannst doch in 2 Sekunden hinbringen, umsonst. Nach 110 Stunden mit 7 und im Auto will man nur noch umbringen, egal wie gerne man hat Felix Grüning Dorbes auch so gern sehen, aber vielleicht so rüber, ob sie herkommt. Babes, sagt er, ich recht hab. Okay, ein paar Dinge. Ah, ich bin kein Packesel. Und kein fliegender Teppich. Ich traue jetzt nicht nach Montreal. Ich bin ziemlich sicher, dass du mich nicht umbringen könntest, wenn du es versuchen würdest. Das ist voll gehört. Sie ist mit super cool, ich habe noch nie ein Wort gemacht, wer will ich freuen, wenn wir es sich darauf freuen, Babs, ich sag, wenn ich recht habe. Okay.
Okay, wer ist es? Das Carol Danvers ist Supergirl. Diana ist ich glaube gar nicht. Strafanstalt Blackgate. Viele miese Leute. Ich meine nicht nur die Insassen. Hey, wusstest du, dass Blackgate auf einem alten Fort aus der Kolonialzeit steht? Stimmt. Ich hab mal was darüber gelesen. Was denkst du? Ich habe die Baupläne gefunden und Unstimmigkeiten entdeckt. Im Westen könnte sich ein Eingang befinden. Okay. Gut zu wissen. Ich mach mich auf den Weg. Mhm. Sobald das Spiel wieder funktioniert, noch nicht mehr. Glockenturm, bin drin. Suchen wir Harley. Das X auf ihrer Karte entspricht Zellenblock 3 hinter Nexus. Aber die Wärter haben dort ihre Patrouillen eingestellt. Das heißt, dort ist alles möglich. Alles klar. Ich bin vorsichtig. Mach die Tür auf. Scheiß, krieg ich nicht genug Geld. Das tut keiner von uns. Wir stecken ihn in Einzelhaft und schicken den Arzt rein, damit er ihn sich anschaut. Ich kann ihn nicht ausstehen. Du weißt, dass der Fluchtversuch ihm noch mindestens 2 Jahre einbringt. Yep, jetzt hasse ich ihn noch mehr. Ich irgendwie weiter oder muss ich einmal schon mal. Ich kann mich auch mal. Naja. Ja, wir können jetzt mal kurz sein. Sollte ich mir mal ansehen? Und so ist sie gar nichts ansehen. Genau, dreht sich dann mal um. Nichts geschehen. Oh nein, Tür auf. Hallo. Guten Tag. Der Witz hat sich in eine Zelle gehört, ne? Ich nehme kurz den Dauer hinweis. War das Harley? Am Mikro? Ja, das war Harley. Zumindest ich habe ein bisschen verwundert. Luftballons und ein Aufstand? Harley kann nicht weit sein. Ja, es ist. Danke für den netten Empfang, Harley. Ja, ist nett von dir, ne? Moin! Ja, ich finde das auch echt nett von dir. Na, wo ist sie? Doktor.
Das ist doch Brad Girl. Wollen wir quatschen? So unter Mädels. Ich hab Eiscreme. Oh ja, genau deshalb bin ich hier. Was zu viel verlangt, mich früher zu besuchen. Du hast Informationen für Batman. Erzähl. Warte mal ganz kurz. Das heißt ja, dass Bats tot ist. Wirklich? Nun gut. Er wollte, dass ich Täterprofile erstelle, weil ich ja eine geniale Psychiaterin bin. Und du hast zusätzliche Erfahrung als echte Täterin. Hey, Psychiaterin, die ein bisschen durchgedreht ist. Ich bin nur missverstanden. Achso, missverstanden. Keine Spielchen, Harley. Sag mir, was du weißt. Alles steht hier drin. Im Buch. Aber es fehlt noch das Pièce de Résistance. Du musst noch jene Karte zurückverfolgen. Dann ist es perfekt. Oder du gibst mir jetzt einfach gleich das Buch. Das sollte im Archiv sein. Okay. Tschüssi. War ja klar. Es führt kein Weg daran vorbei. Weg mit euch ein, aber ganz egal, ob Wache oder nicht. Wir werden weg mit ein. Okay. Ich bin nicht mehr. Cool, jetzt haben wir alles, was dem Weg steht. Was soll Junge bitte? So, weg mit dem. Bereit für den Knall? Was jetzt? Oh. Also, was davon hat Batman jetzt eigentlich haben wollen? Huh.